Ja, hallo meine lieben GeolebenTV Zuseher und natürlich auch auf Telegram. Da bin ich jetzt wieder einmal so ungefähr 2 Monate, ein bisschen drüber nach meinem Beginn des Experiments. 30 Tage nur reine pflanzliche Ernährung, roh oder gekocht. Ja, ich habe es euch ja auch gesagt, ich werde immer wieder etwas bringen und zwar später dann, wie es denn so weitergegangen ist. Weil das Experiment war zwar nach 30 Tagen mehr oder weniger vorbei, nur ich habe natürlich eine neue Richtung eingeschlagen und habe nicht mehr das gemacht, ernährungstechnisch, was ich 30 Tage vorher eben noch gegessen habe und wie ich mich eben auch gefühlt habe. Ja, es hat sich einiges getan und was ich euch wirklich so jetzt mitteilen möchte, vielleicht sieht man das einfach auch, ich bin wieder um einige Kilo weniger geworden, ja. Aber ein bisschen was Genaueres, ihr wisst es, das kommt immer nach dem Intro. Ja, hier bin ich wieder, euer Geo von GeolebenTV. Ja, ich bin wieder um einige Kilo weniger geworden. Ja, vor einer Woche circa habe ich mal so auf meinem Handy die Fotos so ein bisschen durchgeschaut und da habe ich aus dem Sommer habe ich Fotos von mir entdeckt und es ist mir fast das Gesicht runtergefallen. Ich habe mir gedacht, das gibt's ja gar nicht. Die Fotos sind jetzt leider nicht auf dem Handy, die sind am Fotoapparat, auf meinem Fotoapparat, von dem da, und schauen wir, ob da jetzt kein Bild oben ist, okay, da schauen, ich weiß nicht, an was das jetzt liegt, egal, ich werde es auf jeden Fall hochladen. Ja, und das Foto, es, wie gesagt, es ist mir echt die Kinnlade runtergefallen. Ich habe mir gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Ausgefressen, so richtig stämmig, würde ich mal sagen. Also wenn ich mich selber nicht kennen würde und ich würde mich so irgendwo sehen, würde man denken, okay, der Mann, der hat auch schon ein bisschen zugelegt oder ziemlich zugelegt. Also das ist so eine Art und Weise, die mir eigentlich selber überhaupt nicht gefällt, wenn man denkt, okay, das passt nicht. Und ich muss wirklich sagen, im Vergleich jetzt wieder, das merkt man dann einfach auch erst, wenn man sich einfach wieder um einiges fitter fühlt, da merkt man einfach, was vorher einfach so war. Und ich muss wirklich sagen, wow, also das war nimmer witzig. Also ich glaube, ich habe sicher an die 115 Kilo gehabt und habe sicher jetzt um 15 Kilo auf jeden Fall weniger, wenn nicht um noch mehr. Meine Waage geht nicht wirklich gescheit, aber ich denke mal, man sieht es einfach auch im Gesicht, ja, dass sich da einiges getan hat. Und wie gesagt, ich werde dieses Foto dazu einblenden. Das andere ist einfach, dass ich habe dieses Experiment gar nicht wirklich wegen des Abnehmens angefangen. Das war jetzt nicht so ursprünglich meine Intention. Meine Intention war einfach wieder fitter zu werden und mich eigentlich diesem alten Spirit wieder anzunähern, der da einfach gelautet hat, selbstverantwortlich, selbstbestimmt und selbst ermächtigt, einfach sein Leben zu gestalten und das in dem Fall halt einfach mal mit der Ernährung wieder angefangen. Das war so die Intention. Ich wollte wieder selbst bestimmen, selbst ermächtigt sein und nicht irgendwie so das Gefühl haben, ich muss jetzt jeden Tag das und das essen, damit das Leben nur halbwegs irgendwie lustig ist, sondern da wollte ich wieder weg. Und das ist nach wie vor das, was mich hier eben wirklich dran hält, dabei zu bleiben, ja, das Leben selbst in der Hand zu haben und nicht abhängig zu sein von irgendwas und schon auch gar nicht von Ernährung. Ja, ich weiß, was Abhängigkeit bedeutet, habe ich selber schon erfahren und habe auch lange genug im Suchtbereich gearbeitet, jetzt mal von dem abgesehen. Aber ja, das war's. Das kann ich euch jetzt einfach mal so mitgeben. Es ist wichtig, hier so einen großen Überbau, so eine Vision zu haben, die sofort irgendwie greift
Und die hat bei mir auch gegriffen, weil ich habe wirklich von einer Minute auf die nächste diese Entscheidung getroffen und gesagt, so, da kommt jetzt eine Veränderung. Nicht, weil ich abnehmen möchte oder weil ich mich irgendwie besser fühlen möchte, sondern weil ich mein Leben wieder selbstbestimmt und selbstermächtigt einfach spüren wollte. Natürlich bin ich froh, dass ich wieder einige Kilo abgenommen habe und vielleicht gehen ja noch einige weg. Vor allem beim Bauch ist immer noch genug Fett. Vielleicht kommt ja das Geo-Sixpack ja doch noch irgendwann mal. Aber das ist mir weniger wichtig, sondern wie gesagt, diese Selbstermächtigung und diese Selbstverantwortung, dass die wieder zurückgekommen ist. Und natürlich alles andere, das läuft hier einfach gut mit. Und das sind dann die Ergebnisse, die kommen dann mehr oder weniger von selbst. Und wie gesagt, abgenommen, sicher mittlerweile 12, 13, 14 Kilo, hier ohne das wirklich im Auge gehabt zu haben, was ganz eindeutig sich verändert hat. Ich fühle mich wieder um einiges fitter. Ich habe so viel Sport getrieben, so viel Bewegung wie schon lange nicht mehr. Ich bin zwar den ganzen Sommer mit meinem neuen E-Bike in den Bergen herum geradelt, das was unglaublich cool war, ja. Aber laufen gehen oder sowas wollte ich nicht mehr. Das war mir dann irgendwie, da habe ich mich einfach viel zu schwer und viel zu träge gefühlt. Das hat sich damals schon im Experiment, habe ich ja bei ein, zwei Videos eben auch gezeigt, plötzlich wieder geändert. Plötzlich wollte ich laufen gehen, weil hier einfach eine gewisse Leichtigkeit, natürlich auch eine gewisse körperliche Leichtigkeit für mich einfach wieder wahrnehmbar war. Und von dem her gehe ich jetzt einfach auch wieder gerne auch ohne mein Rad hinaus und bewege mich. Ich habe mit Skitouren gehen hier wieder mehr oder weniger neu angefangen, habe dieses Wochenende mittlerweile in der letzten, sag mal, 6-7 Wochen meine 11. Skitour hinter mich gebracht und da merke ich von Mal zu Mal, wie fitter dass ich werde, wie mehr Kondition und Kraft ich einfach auch bekomme und das hätte ich mir so einfach nicht erträumt. Ich war die letzten 2 Jahre da wirklich nicht mehr so wahnsinnig fit und gut unterwegs. Vielleicht 2 Skitouren und da habe ich schon gemerkt, oh, das ist relativ anstrengend alles und es wird bei mir einfach immer besser und es macht einfach richtig Spaß, weil ich ja auch vor über 20 Jahren mit Ausdauertraining angefangen habe und gemerkt habe, wenn das funktioniert, wenn man da in einen Flow hineinkommt, dann macht das richtig Spaß. Ja, na klar, das ist so wow, also ein Wow-Gefühl, wenn man läuft, wenn man was macht, wo einfach auch die Ausdauer gefordert wird und damit werden eben auch Endorphine, Glückshormone eben ausgeschüttet, die das Ganze natürlich auch spaßiger machen. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, es haben sich, wie gesagt, diese Dinge sehr zum Positiven verändert. Es sind ein paar Sachen, die mir aber trotzdem ein bisschen Kopfzerbrechen machen, wo ich eben bei der Ernährung nur so ein bisschen herumexperimentiere. Ich bin jetzt auf dem Stand absolut vegan, ganz vieles pflanzlich frisch gekocht. Ich habe zu Weihnachten so ein bisschen herumprobiert mit so fertig veganen Produkten, wo ich gemerkt habe, das ist nicht so wirklich meins. Was soll ein nachgemachtes veganes Fleisch oder Würstel, was auch immer das sein soll? Das schmeckt einfach nicht so, wie es einfach hier im Hinterstübchen abgespeichert ist. Da lasse ich es lieber gleich und ernähre mich vorwiegend mit frischen Lebensmitteln, die ich einfach zubereite. Aber wie gesagt, es ist nicht alles im Augenblick noch super gut, muss ich sagen. Also gewisse Blutwerte, die ich mir anschauen habe lassen, die machen mir so ein bisschen Kopfweh. Vor allem auch das Omega-3 zum Omega-6-Verhältnis, das habe ich mir auch anschauen lassen und ein paar Sachen raus. Einfach ein paar Sachen draus zu schließen oder schließen zu können. Das Omega-Verhältnis ist alles andere als gut, aber ich weiß nicht, an was das jetzt liegt. Ja. Da muss ich einfach drauf kommen und werde auch zukünftig mehr mit Omega-3 vor allem auch hier zuschießen, also substituieren, mehr mit Omega-3 einfach schützen. Ich habe eh ein Video über Omega-3 schon gemacht und da weiß ich, dass ich das selber jetzt einiges auch tun
darf. Ja, wo ich mir noch gedacht habe, bin ich gespannt, ob das irgendwie besser wird. Ja, ich habe in der letzten Zeit schon das Gefühl, dass das mit dem Sehen immer schlechter wird. Also meine Brille muss immer dicker werden, damit ich noch was lesen kann. Da hat sich auch noch nicht wirklich was getan, weil man dachte, okay, das könnte mit dem zu tun haben, mit Entzündungen, die dann einfach mit der Ernährung zurückgehen. Ich weiß nicht ganz genau, an was das jetzt liegt, aber da hoffe ich natürlich, dass sich da schon auch noch was tut in die Richtung. Ja, ansonsten mit der Ernährung ist es so, dass es mir, sage ich jetzt mal, zu 80-90% meistens relativ einfach damit geht. Es kommt schon immer wieder mal so ein Guster, vor allem wenn ich in Salzburg in der Arbeit bin, die Kollegen sitzen beim Essen. Der eine isst ein Leberkassemmerl, der andere isst die Reste vom Schweinsbraten vom Sonntag, irgendwer anders isst wieder irgendein Käseweckerl oder was auch immer. Da denke ich mir schon immer wieder mal, okay, das wäre auch wieder mal nicht schlecht, ja. Aber das ist halt das Gehirn, das greift halt hier auf alte Erfahrungswerte zurück und denkt sich, wow, wie geil, so ein Leberkässemmerl oder ein Käsesemmerl oder was auch immer. Aber ich mag es gerne drauf ankommen lassen, weil es dann, wenn man es dann isst, wahrscheinlich eh komplett anders ist. Ja, genauso wie es eben zu Weihnachten war, da habe ich mir eben so vegane Würstel gekauft, die speziell aus Schwammerl, also aus Pilzen gemacht werden. Und die habe ich, glaube ich, vor 2 Jahren mal so bei einer Verkostung probieren können und da haben wir gedacht, wow, sind die gut, sind die geil, die schmecken ja fast besser wie original. Und da haben wir, wie gesagt, gedacht zu Weihnachten, ich probiere das jetzt einfach, ich gönne mir das, weil die sind nämlich ziemlich teuer, diese Würstel, ich gönne mir diese, kaufen mir welche. Und dann habe ich mir die gemacht und habe mir gedacht, das habe ich anders in Erinnerung. Ja? Also da ist meistens die Erinnerung mit dem, was dann tatsächlich wirklich ist, nicht immer im Einklang. Ja? Also von dem her haben wir immer eigentlich eine abgespeicherte Erinnerung, eine abgespeicherte Wahrnehmung von etwas, das dann im Jetzt meistens anders ist. Das ist ja, so, okay, meine Lieben, es ist spannend auf jeden Fall. Wie gesagt, es sind über 2 Monate jetzt und ich bin sehr, sehr froh, diese Entscheidung treffen haben zu können, hier mit meiner Ernährung wieder einiges zu verändern. Und es ist einfach auch so, wenn sich mit der Ernährung was verändert, verändert sich auch anderweitig was mental, psychisch, seelisch wird man natürlich auch um einiges klarer. Und ich kann dem schon auch etwas abgewinnen, dass wenn man zum Beispiel viel Fleisch isst oder Fleisch von Tieren, die nicht wirklich sehr glücklich waren, ich denke mir oft, welches Tier kann schon glücklich gewesen sein, wenn es schlussendlich irgendwann auf die Schlachtbank muss. Aber natürlich Tiere, die eben eine Zeit lang mit ganz vielen Medikamenten einfach gepusht wurden und dann noch mega Stress hatten, wenn sie zur Schlachtbank geführt wurden, die haben natürlich dann viele, viele Stresshormone, die sie ausschütten und die sich natürlich auch im Fleisch wieder wo finden und diese eben aufzunehmen. Ich denke, das ist wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig gut für jemanden, der das eben isst. Also von dem her glaube ich schon, dass sich da auch einiges tun kann. Ich esse auch kaum Brot, ja, also kaum Getreideprodukte, keine Nudeln, keine Pizza, keine Weckerl, keine Semmel, das wäre schlussendlich auch alles vegan, das möchte ich aber nicht. Was ich schon angefangen habe, es gibt beim Discounter gibt es Buchweizenbrot, ja, Buchweizen ist doch ein bisschen was anderes als wie das normale Getreide und das gönne ich mir schon, ja, hin und wieder, weil damit ein bisschen mehr einfach auf dem Speiseplan steht, aber viel mehr möchte ich eben auch nicht mehr verändern. Bingo! Wenn es jemand interessiert, ob ich Milchprodukte zu mir nehme, nein, die nehme ich nicht zu mir. Hier habe ich einen Joghurt stehen aus Soja. Ja. Ich weiß, Soja ist jetzt auch nicht unbedingt das Beste. Ja, das tue ich auch, mag ich auch nicht, aber heute habe ich einfach Lust gehabt auf Heidelbeeren, ja, auf einen Heidelbeerjoghurt, in dem Fall einfach Soja, ist immer noch besser als
als eben Milchprodukte. Ja, ja meine Lieben, das wäre es jetzt auf jeden Fall. Mal war eh schon wieder relativ lang. Jetzt mal so ein Zwischenresümee. Ich kann nur sagen, hey, verändert es auch was. Und zwar tut es euch zuliebe und nicht dem Stress zuliebe, weil der Stress sagt immer, ja, man gönnt sich ja sonst nichts, dann gönnen wir uns wenigstens was Genüssliches zum Essen. Ich gönne mir jeden Tag was Genüssliches zum Essen. Ich genieße wesentlich mehr als das, was ich vorher gegessen habe. Ja, so ist es einfach. Daumen hoch in die Kommentare. Ich habe euch lieb, euer Geo. Wir sehen uns beim nächsten Video. Baba, ciao, tschüss und servus.